Heute ist wieder soweit. Heute hat mir Luca mal wieder eure Beichten zukommen lassen. Das heißt, auch heute schauen wir mal wieder, was ihr Schlawiner so angestellt habt. Hi, na. Du bist ja doch nicht schüchtern. Ich habe eine Frage. Ja. Welche Größe sind deine Brüste? Ich bin sehr gespannt, wer was zum Beichten hat. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit der ersten Beichte. Let's go. Ich beichte, dass ich den perfekten Pulli für Sascha gefunden habe. Muss ich mir das jetzt wirklich anschauen? Bitte mit die Brüder und Rasen wieder nach. Ich weiß nicht, ob du es nicht mitbekommen hast, aber bei unserem Soundtrack Keine Angst ist folgende Line drin vorgekommen. Ich bin gar nicht so ein Lauch, wie ihr denkt. Damit sollte das Thema doch jetzt gegessen sein, oder? Ich, männlich 18, beichte, dass ich den Oldschool Nico gemacht habe. Die theoretische Fahrerlaubnis Klasse B wurde mit 22 Fehlerpunkten nicht bestanden. Die theoretische Fahrerlaubnisprüfung Klasse A2 wurde mit 14 Fehlerpunkten nicht bestanden. Grüße gehen raus an Leon. Leon, falls du nach der Prüfung eine kleine finanzielle Spritze brauchst, habe ich eine Business-Idee für dich. Mach doch YouTube-Videos darüber. Das Andreas-Kreuz kann echt froh sein, dass ich es nicht gerade komplett auseinandergenommen habe. Ich, männlich 25, beichte, dass ein Kollege, männlich 22, und Nico nochmal überbieten kann. Was? Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften um 212 km/h. Junge, was war bei dir los? Du bist ja safe im Knast, oder? Ich, männlich 16, beichte, dass ich meinen besten Freund, männlich 17, erwischt habe, wie er in meinen Garten geschissen hat. Natürlich, danke für die Info. Ich, männlich 14, beichte, dass ich letztens im Wald Sascha entdeckt habe. Als ob ich so aussehen würde. Ey Leute, hört doch auf. Bei Sascha liest die Kommentare. Okay, aber bei Beichten doch nicht auch noch. Ich, männlich 19, beichte, dass ich kurz davor war, mit einem Mädchen zusammenzukommen, ihr aber nach einer Party ins Bett gekotzt habe. Jetzt herrscht Funkstille. Versuch's doch einfach mal, indem du in ihren Garten schaust. Ich, männlich 18, beichte, dass ich einfach größere Nasenlöcher habe als Sascha. Endlich! Yo, Digga, bekommen die Menschen im Umkreis vom 1 Meter neben dir überhaupt noch Luft? Cheers. Ich, männlich 20, beichte, dass ich die Frau von meinem Stiefvater übertrieben hot finde. Männlich 20, du findest die Frau von deinem Stiefvater extrem hot. Die Frau von deinem Stiefvater ist deine eigene Mutter. Junge, was ist los bei den Leuten? Ich, männlich 18, beichte, dass ich genau das gefunden habe, was Monte in seiner Sammlung noch fehlt. Was sammelt denn Monte? Da freue ich mich drauf. Oh. Ich, männlich 15, beichte, dass ich schon mit 12 eine größere Stirn als Sascha hatte. Ey, hört doch auf. Männlich 15, falls du das hier sehen solltest, genieß noch die Zeit, wo aufs Aussehen geschissen wird. Leute fragen mich, yo, kann ich ein Airbus A380 auf deiner Stirn landen? Ich, männlich 16, beichte, dass ich auf dem Laptop meines besten Freundes Bilder von meiner Freundin gefunden habe. Und da heiße ich euch herzlich willkommen zu Beziehungstipps mit Dr. Lazzo. All you need is love. Ich verstehe die Lage. Aber nun, die Sache entspannt angehen. Mach bitte nicht den Fehler, den 99% der Männer da draußen machen. Mach nicht den Fehler und mach Schluss mit ihr, bevor du sie nicht noch einmal richtig heftig quälst. Und an der Stelle bin ich mal wieder komplett raus. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne den Daumen nach oben da lassen. Falls ihr meinen Kanal Unsympathisch TV noch nicht abonniert habt, könnt ihr jetzt auf kostenfreie Ehrenbruderbasis ein Abonnement für Dr. Lazzo da lassen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Also, das war...